So, wir haben eine besondere Folge heute. Eine ganz spezielle Folge. Denn wir haben uns die letzten 2 Minuten der letzten Folge angeschaut. Wir wissen also, was wir gemacht haben. Um Gottes Willen. Ja, passiert sonst nie. Nee, ne? Spielen wir so aus dem Bauch raus. Ja, genau. Okay, ist natürlich lame für die Leute, die das in der Reihe angucken. Aber wir wissen, wir haben hier in der Küche rumgefuhrwagt und die Gucker an den Start gebracht. Ja. Weil wir viel zu wenig Gucker haben. Ja. Im Verhältnis, da müssen wir ein bisschen am Verhältnis schrauben, sonst haben unsere Jungs bald nichts mehr zu knuspern. Nee, das wäre nicht cool. Davon abgesehen haben wir hier schon einen Freund in Schutzhaft, der gute Fraser Brown, der Bacon Killer. Er ist einfach der Killer. Ja, wir müssen irgendwie den müssen wir ja irgendwie noch extra befüttern oder so, sonst wird er sonst irgendwo gekillt, oder? Ja, der braucht hier so eine kleine Kantine, das wäre natürlich gar prächtig. Ja, aber der ist ja direkt neben der Morgue. Wenn der irgendwo stirbt, dann kann der da ruckzuck abgeschoben werden. Ja, das stimmt. Okay, aber lass uns doch gleich mal direkt gucken, ob wir nicht irgendwie sowas wie eine Kantine, so eine Mini-Kantine dahin parkieren können. Tisch, bla und blub. Du brauchst nur eine Bank. Ja, und so ein Serving Table und einen normalen Table. Ja. Die sind halt relativ groß, die Geschichten. Passt okay. Nicht unten an die Wand? Ach so, so ist außerdem falsch rum. Perfekt. Und dann knallst du einen Tisch davor. Okay. Na gut. Eine Bank reicht dem ja. Also, so geht das. Ja, dem reicht eine Bank. Ja, das ist wohl wahr. So. Und dann würde ich dem auch gleich noch einen kleinen Yard machen, weil sonst ist. Nee, Yard hat er hier schon. Das ist sein privater Yard. Dann bau dem da aber wenigstens noch eine Telefonzelle rein damit und dann so eine... Wieso Luxus für Protective Custody? Entschuldigung, der hat für uns spioniert irgendwie, die kleine Snitch. Der braucht ja schon ein Telefon, ne, damit der... Ja. Und so. Okay, also... Sonst flippt er uns noch aus. Was sagt unser Geld? Wir haben verhältnismäßig gut Geld, warum? Weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Warte mal, Deployment... Ich hätte gerne hier bitte jemanden, der hier nach dem Rechten schaut. Ja, und mach den noch für Protective Custody, sonst die Kantine. Obwohl, da kommt ja sonst keiner rein. Trotzdem. Hast du recht. Aber bau dem ein Telefon, also ich finde, das ist okay. Das gebietet die Menschenwürde. Ja. Man sollte schon Zugriff zur Telekommunikation haben. Ja, Phonebus ist eigentlich... Also auch wenn es so archaisch ist, wie eine lumpige Telefonzelle, die in Gelb gehalten ist. Ich mach sie hier ins Eck. So. Ja. Und eine Pumpbank mache ich auch, damit er sich wenigstens selbst verteidigen kann. Ach so, wenn er bald umgebracht wird, soll er wenigstens gut dabei aussehen, meinst du? Das stimmt. Das ist nur fair. Vielleicht machen wir die hier so unten hin. Dann können die anderen, die vorbeilaufen, immer sehen, Vorsicht. Aber der pumpt. Der Fraser, der Alte, der ist schon so ein Jung, ne? Da müssen wir schon gucken, ne? Den kann man nicht einfach so um die Ecke bringen. Nein. Okay. Wir haben hier 4 Zellen. Wo ist er denn? Achso, okay, da ist er. Okay. Also, naja, gut. Sind wir mal ehrlich, der wird sterben. Ja. Und vermutlich bald. Ja. Weil er bald, was weiß ich, in der Bibliothek da unten arbeitet und dann wird er halt umgemacht. Scheiß nochmal. Obwohl Prison Architect jetzt ja inzwischen, ich glaube, das müsste eigentlich schon Version, oder ist schon Version? Also das ist schon. Das ist schon, aktuellste sein. Eigentlich. Also ist schon Release quasi, nicht mehr Alpha. Ich bin mir nicht sicher. Wann ist Release von der. Ich glaube, es dauert noch. Ist Oktober, ich bin mir nicht. November? Ach, egal. Ja. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Aber wir sind quasi fertig und trotzdem. Sie haben fast Goldstatus auf jeden Fall. Fast schon Goldstatus, ja. Mhm. Gibt es immer noch viele Sachen, die halt einfach nicht richtig laufen. Aber das ist auch okay. Ja. Muss ja nicht als Knorke sein. Nö. Nee, da gibt es ja viele andere Sachen, die sind total Knorke. Okay, also Knorke ist auch... Entschuldige bitte. Der ist auch Protective Custody, oder was? Ja, und warum ist der da unten? Weil wir hier oben keine Protective Custody Solitary Zelle haben. Scheiße. Ja, das ist doch scheiße jetzt, nicht? Okay, also aber wir haben 4... Wer konnte auch ahnen, dass sie sich direkt daneben benehmen? Ja, gut, das könnte man schon ahnen.
Davon könnte man quasi ausgehen. Okay, wir kriegen das hier nicht mehr unter. Jetzt ist die Frage, pushen wir es hier so rein? Ja, hinter die Morg. Ja, stimmt, ja, cool. Machen wir. Da wissen sie auch gleich Bescheid, da geht's rein, ja. wenn sie auf dem Yard sind, so rumlaufen. Ist nie gleich, was Phase ist. Ja, ja. Also Brick Wall. Das heißt, du musst ein Ding setzen, ne? Achso, ein Fundament, richtig, ja. Foundation, Brick, Foundation. Oh je, jetzt warte mal. Object, nee, Material. Ich will erstmal hier geschwind auf Nummer sicher gehen und diesen Zaun erweitern. Kommt da jemand hin? Ist der zugänglich für irgendwen? Nicht, dass der jetzt wieder 12-mal versucht wird zu bauen, der Zaun, und niemand kann ihn bauen. Ich meine, man kann auch außen rumrennen. Ja, okay, was natürlich, also das ist natürlich ja, jetzt schlechte Planung. Ja, das ist nicht gut. Ne? Nee. Okay, wir können natürlich auch mal hier so eine Schleuse einbauen oder so. Machen wir hier noch einen. Das heißt, Quatsch machen wir natürlich nicht. Sondern wir machen die Object Staff Door. Bup. Können die nicht eintreten? Bup. Ja, die können die eintreten. So. Da können die mal ordentlich dran treten, ne? Mhm. Okay. Ja, dann könnt ihr wenigstens da durch. Auch wenn es umständlich ist, es läuft. Oh, guck mal, schon zwei in Objective Custody jetzt. Protective Custody, Warren, ja. Shopland und... Also drei. Und oh, immer noch der Paul McCauley. Wer ist denn hier eigentlich? Also Freunde, was ist denn hier los? Wieso ist Intelligence, sieht irgendwie komisch aus, macht nichts. Hier haben wir noch... Produziert Fragezeichen auf jeden Fall jede Menge. Ja, ja, gut, da weiß man nicht, was... Unsere Snitches sind echt zu früh aufgeflogen irgendwie so. Oh, was geht denn hier? Ui, 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 ui. Da ist noch einer. Noch einer. Alter, wir haben irgendwie... Also, okay. Wieso haben wir so viele... Hä? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben genug Raum. Wir haben 4 Zellen. Das ja, schon, ja. Die sind jetzt schon überbelegt. Was ist denn los dann? Nee, mal? Die sind ganz korrekt belegt. Da mal einen und da mal einen. War nicht noch irgendwo einer? Ich weiß nicht. Egal. Einen haben sie, glaube ich, gekillt. Ist okay. Küche sind wir, haben wir genug Köche eigentlich, um das alles zu betreiben jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ist unser Staff? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Köche. 5 Köche scheinen mir erstmal ausreichend. Wir haben nur eine Kantine hier. Und die Miniatur. Kochen die an mehreren Herden gleichzeitig? Ja, ja, klar. Also klar, so ein Topf mit Spinat und ein Topf mit Kartoffeln aufstellen, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Das geht schon. Naja, wenn du das sagst, glaube ich. Ja, ja, ich bin mir total... Wir haben eine riesen Infirmary. Ja, ja, das haben wir schon... Für die Zukunft irgendwie. Ja, also wir haben das schon öfters bemerkt, dass unsere Infirmary echt sehr großzügig dimensioniert ist. Wir können da 12 Betten reinklatschen und haben trotzdem noch ordentlich Luft für Privatsphäre. Ja. Das war ein bisschen übertrieben, aber hey, ich meine, ne? Ja. Wir haben ja Platz. Ja. Ne? Ist ja alles cool. Wir haben ordentlich Platz. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es... warte mal, genau, lass mal kurz Budget gucken. 0,6 Tage ist wie üblich mau, aber jetzt auch nicht ganz stimmen. Könnte auch 0,1 sein. Ja, oder 0,01. Alle 10 Minuten. Ja, das wird nicht angezeigt. Aber in nur 0,4 Tagen kriegen wir schon ein bisschen Geld dafür, glaube ich. Oder, naja, auf jeden Fall bald. Corporate Taxes, da zahlen wir immer noch ordentliches Pfund ab. Wo ist der Bureaucracy? Haben wir da nicht... Oh, Taser Rollout, holy shit. Jetzt geht's los, Taser Rollout, unbedingt. Das brauchen wir. Ja, ja, da sparen wir schon so lang und jetzt läuft's nämlich. Tax Relief, da, 10 Riesen. Das brauchen wir, unbedingt haben wir die. Ja, die haben wir zu knapp. Okay. Wie viel bringt uns das? Auf nur 15% und das Ding dann auf nur 1%. Weil das macht dann nämlich schon was aus. Also ich weiß, bei mir ist es $100 oder so irgendwie. Das macht dann schon echt was aus, ne? Wenn du jeden Unternehmenssteuer. Tag, jeden Tag ein Toysi quasi Spaß oder anderthalb. Aber der erste Step sind 15% Relief. Das heißt, wir müssten nur noch 850 zahlen. Das sind 150, das heißt,
Für die 10.000 bräuchten wir 150 mal, also 100 Tage quasi, um damit sich das wieder amortisiert irgendwie, Ich diese. bin mir nicht sicher, ob diese Rechnung stimmt, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Naja, wir investieren 10.000 und im Moment zahlen wir 1.000, um die 1.000, ja. Sehe ich das richtig? Ja, sogar mehr. Riesenkosten hier. Ja. Das heißt, wir bräuchten 100 Tage, Naja, es kommt ja um. immer darauf an, wie dein Einkommen ist. Ja, Es ist ganz ja klar. anteilig irgendwie. Also, wann sich das rechnet, lässt sich so pauschal nicht sagen, aber es rechnet sich auf jeden Fall. Ja, aber jetzt vom momentanen Status aus, Vom gell? Status quo Wenn wir mal uns nicht angenommen. verändern würden, dann. Okay, Zahlengedöns interessiert wirklich keine Sau, weil das ist total langweilig und niemand rechnet nach. Naja, bestimmt rechnen jetzt ein Haufen Leute nach. Rechnet jetzt mal alle nach und ich will jetzt Zinsrechnungen will Ich ich will jetzt sehen. bitte Zins und Zinseszins wissen. Freunde, Freunde. Zinseszins ist gar nicht so einfach zu berechnen, aber eine normale Zinsrechnung, die kriegt ihr bestimmt hin. Könnt ihr mal gucken. Findet man übrigens im Internet ganz einfach. Ja, der Tim ist ja Banker, Ja. Alter. Der Ursprünglich mal gewesen, ja. ursprünglich gewesener Banker. Ja. Da muss man natürlich sofort auf die Zinskacke hauen. Geil, Tim, geil. Naja, so. Was machen wir mit Prison Naja, wir haben Architect? auch schon Okay. Schluff irgendwie analysiert, ja. Weil du Ja, bist ja Schluff ist eine Hydrologe. Korngrößenfraktion, mein Freund. Naja. Aber jetzt haben wir Knast. Ja. Wir haben jetzt anderes. Aber ich arbeite schon seit 5 Jahren nicht mehr in der Bank, ja, Ja, weil ich stimmt, nämlich ja. überhaupt keinen Bock drauf habe. Ja, also kann man ja auch mal sagen, ne, der Tim hat in der Bank aufgehört und da haben wir mit 2 Pixel breit angefangen. Also Ja. das heißt, nein, wir haben mit dem Vorgänger von 2 Pixel breit angefangen. Ja. Das ist lang her, ne? Und Ja. der, also, und dann haben wir mit Ferien Zombies angefangen, ne? Mhm. Das haben wir gemacht, ne? Ja. Und tja, dann irgendwann kommt halt der Ass des Lebens und holt einen ein und dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit, ne? Nee. Und Nicht der mehr so viel Geld, weil man und halt auch kein Banker mehr ist. ja, und ne, so, ja, wenn man, ja, dann ist Wir sind halt ja auch nicht PVBD oder wie der auch immer heißt. Also, PewDiePie ja. oder der Gregor Onk oder andere große Ja. YouTuber, die verdienen halt, also klar verdienen wir 1 Euro oder 2, aber da können wir, boah, also wenn wir davon leben wollten, dann, also definitiv ohne festen Wohnsitz. Ja. Und nur, es gibt nur Lidl und Netto. Und es gibt, wir essen Nudeln mit Butter. Ja. Und Billige Nudeln mit billiger dazu eine Butter. Multivitamintablette, würde ich Ja. sagen. Mehr Nee, essen die wir sind davon. viel zu teuer. Glaubst du? Vielleicht mal einen Sack Möhren oder so. 1 Kilo Möhren für 99 Cent. Ja, aber nur Okay. wenn sie im Angebot sind für Ja, genau. 64. Gott. Also ist ernsthaft so, ne? Ist Ja. ernsthaft so. Also, weil ich, ja, man kann es, manchmal versteht man, also klar, viele Leute, die kommentieren auf YouTube, die sind halt irgendwie, weiß ich nicht, 8 oder 9 oder keine Ahnung. Und dann hauen die mal sowas raus irgendwie und dann versteht man irgendwie als nicht, was, also ernsthaft, ne? Wie kannst du sowas fragen? Warum wir denn, also der 12.000. Kommentar, warum wir nicht warum machst du nicht weiter? Du hast doch auch Zeit für andere Videos. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon in einer ähnlichen Form, auf jeden Fall mit diesem Inhalt gelesen habe irgendwie. Warum wir nicht weiter mal in Ferien mit Zombies, wo wir doch Zeit für andere Videos haben? Ja, weil wir einfach hier ein bisschen zocken und Ferien mit Zombies bedeutet, dass wir 4 Wochen Vorlauf haben oder um überhaupt das Setting aufzubauen, alles aufzubauen, uns Gedanken zu machen, eine Story zu entwickeln. Und dann brauchen wir tatsächlich für 12 Minuten brauchen wir eine Woche und ich meine eine Woche Arbeit Eine Woche Arbeit zu zweit. zu Ja. zweit, Zu zweit, ja. um so 12 Minuten Ferien mit Zombies zu produzieren im Ja, das geht Endeffekt, halt ja. nicht, wenn man irgendwas im Kühlschrank haben will. Das geht aber nicht. Nee.